Der Citroën Popst. Wir haben zusammen telefoniert. Ja, grüezi, Herr Zimmermann. Eben, ich möchte ein ganz normales Bankkonto eröffnen. Konto? Der Begriff sagt mir nichts. Aber wir sind doch da in einer Bank. Bank? Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Möglicherweise sind wir im obligationenrechtlichen Sinne eine einfache juristische Person. Aber ich will mich doch nicht festlegen. Ist ja gut und recht, aber hören Sie, ich will einfach ganz ein normales Bankbüchlein eröffnen. Wir eröffnen gar nichts. So können Sie also nicht mit einem Kunden umgehen? Wir haben keine Kunden. Es kann ab und zu geben, dass wir in einen kommunikativen Austausch freiflautend mit interessanten Menschen treten. Aber das würde ich als privat bezeichnen. Also sind Sie so gut, wenn jemand ein Konto hat bei Ihnen und dann an einem Bankomat Geld rauslässt? Das ist doch keine Form von einer privaten Beziehung. Bankomaten gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung von Journalisten. Mit so Behauptungen von Bankomaten und so Zeugs macht das Ausland Druck auf den Schweizer Bankenplatz. Aber jetzt haben Sie das Wort Bankenplatz selber ins Mund genommen. Frei zu versprechen, ich wollte Frankenhut sagen. Kommen wir zur Sache. Die können nicht zu lange in diesem Gebäude sein. Das macht doch verdächtig. Ihr wollt etwas auf die Seite tun. Ja, endlich. Ich will 50'000 Franken, die ich legal aus einer Erbschaft habe, längerfristig. Zwischenlagern. Wie man das mit der Summe im Winter macht, stillschweigend. Die geht jetzt überabend zu dieser Tramhaltestelle rechts von der Bank, also von unserem juristischen Institut. Und dann steht ihr dort wie ein ganz normaler Fahrgast ein bisschen rum. Seid ihr auch schon mal Tram gefahren? Ja sicher, ich bin ja mit dem Tram gekommen. Die fahren aber auf keinen Fall mit dem Tram zurück. Die geht wie gesagt zu dem Wartehäuschen. Dort kommt ein Kontaktmann und der sagt das Goldwort. Jetzt hat man da genug von dem Winter. Jetzt hat man da genug von dem Winter. Dann geben wir euch ein Kuvert und dann verläutet ihr da dort langsam richtig Osten. Hinter dem Wartehäuschen steht das Velo nicht abgeschlossen ist. Mit dem fahren wir bis zur nächsten Bushaltestelle. Bis zum Bahnhof wechselt er noch zweimal den Bus und dann fahren wir unauffällig mit dem Zug wieder rein. Wenn Sie meinen. Jetzt hat man dann auch genug von dem Winter. Du hast mir nicht 2 Stutz. Nein, es sind 50'000 wie abgemacht. Ho, 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 ho. Und alle reden von der Krise. Hau, 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 hau. Hat man dann genug von dem Winter? Schon gut. Innen sieht man den Journalist ja von weitem an. Aber das ist für dich, du arme Sicht.